Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen Video mit unserem Lotus-Simulator. Heute mal wieder Neues von Karadamir. Der hat nämlich eine neue OZMT fertiggestellt und aktuell jetzt in einer sehr frühen Beta-Phase. Wir wollen sie uns aber bereits jetzt schon mal ein bisschen anschauen, denn das Modell sieht mega interessant aus. Schaut euch das mal an. Also, sowas sieht man nicht alle Tage. Das gab doch mal irgendwie so einen Spruch, irgendwer hat das schon mal gesagt. Da war es nicht der rosa-rote Panther. Auf jeden Fall, haben wir hier ein sehr interessantes Fahrzeug. Das ist so ein, ich würde eher so sagen, das ist ein Mix zwischen Passagier- und Frachtstraßenbahn, wo man halt Sachen von A nach B transportieren kann. Das Highlight, was aber ich persönlich jetzt gerade erst gesehen habe bei dem Anspielen, das ist ein Zweirichtfahrzeug, welches wir hier haben. Und zwar haben wir hier einmal die Sitzposition, wo ist meine Maus? Hier einmal die Sitzposition. Und wir haben einmal hier die, warte mal, wo ist meine Maus hier? Da, hier die Sitzposition. Also wir können damit wohl in zwei Richtungen zukünftig fahren. Ich bin mal gespannt, was Karada mir da draus zaubert, ob das halt wirklich so ist, denn in den Videos oder in den letzten Videos, die wir uns, wo wir die Straßenbahn uns angeschaut haben, gibt es kein Zweirichtfahrzeug außer die BKVT. Und von daher wäre das mal endlich mal wieder was, was wieder mal ein absolutes neues Highlight darstellen könnte hier zukünftig für den Lotus-Simulator. Also von daher bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Aber man muss natürlich sagen, es ist ein fiktives Fahrzeug. Es ist, wie gesagt, noch Work in Progress. Es ist noch nicht fertig. Das sehen wir gleich, wenn wir jetzt uns in die Straßen mal reinsetzen. Da wird das Ganze natürlich ein bisschen schon spartanisch. Ne? Also es ist halt noch nichts fertig hier. Das ist schon, meine, das ist schon cool, dass hier vorne die Fahrgäste mitfahren können, alles sowas. Also das ist schon ziemlich interessant. Aber schön halt zu sehen, dass wir hier die gleichen Armaturen haben, wie wir sie halt auch von den ganzen OZMT 11 und 12 und so weiter kennen. Also das Einzige, was hier halt nicht ist, sind die Türen, die wir hier nicht öffnen können oder schließen können. Die Fahrgäste müssten dann wohl, ja, da muss sowieso noch irgendwie was gefunden werden, irgendwie so eine Art Rampen oder sowas, ja, damit die Fahrgäste ja natürlich hier ohne Probleme raufkommen, denn so vom Bordsteinhöhe, ja, kommen sie eigentlich nicht rauf. Ich gehe mal eher davon aus, dass es auch ein Baustellenfahrzeug oder irgendwie sowas ist, ja, also dass es gar nicht so als Straßenbahnfahrzeug so an sich so gilt. Naja, auf jeden Fall ein interessantes Fahrzeug mal zu sehen hier. Ich gehe mal davon aus, dass hier wieder stark hart dran gearbeitet wird von Karadamir. Man ist eigentlich mittlerweile nur Gutes gewohnt, wenn Karadamir irgendwas macht, dann macht er das auch richtig. Und das sieht dann teilweise auch immer echt, echt hübsch aus. Ich würde mal sagen, wir werden hier mal eine kleine Runde drehen auf der Karte Diorama. Von daher lassen wir uns da mal so ein bisschen überraschen. Ich spiele allerdings jetzt auf der 32-Bit-Version. Ich habe runtergepatcht tatsächlich. Problem ist, mein Thrustmaster Throttle wird irgendwie in der 64-Bit-Version gar nicht erkannt, was ich persönlich ein bisschen sehr eigenartig finde. Wenn es in der 32-Bit-Version funktioniert, warum funktioniert das Ganze nicht in der 64-Bit-Version? Treibertechnisch kann es eigentlich nicht sein, weil es ist das aktuellste Gerät, was es gibt. Ich gehe mal davon aus, dass es auch neuen X-Planes unterstützt, der von Thrustmaster, der Throttle. Also da muss, weiß ich nicht, ich gehe mal davon stark aus, dass es jetzt an Seiten von Lotus liegt. Ich habe mich schon so ein bisschen mal im Forum mal informiert, woran das liegen könnte. Der ein oder andere sagte zum Beispiel, ja, deaktiviere mal dein Virenprogramm. Aber warum soll ich mein Virenprogramm deaktivieren, wenn das Ganze in 32-Bit unterstützt wird, aber nicht in 64? Mysteriös, alles sage ich euch. Aber nun gut, das nur mal so als kleine Info, falls ihr euch wundert, warum das jetzt teilweise ein bisschen anders läuft als sonst. Naja, okay, Schlüssel rein, würde ich sagen. Wir schließen das Ganze auf, werden mal den Vorwärtsgang hier einrichten. Und ich merke, dass gar kein Ton da ist. Alles klar, werden wir mal schnell umschalten. Ja, Gerät ist nicht angeschlossen. Man muss dazu sagen, es gab mal wieder ein Windows-Patch. So. Jetzt funktioniert das Ganze auch. So, okay, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das. So, jetzt haben wir das und normalerweise, genau, können wir jetzt fahren. So, wenn wir mal nach rechts abbiegen. Ja, ich muss mal gucken, dass ich hier den Ton ein bisschen nicht allzu laut ist. Oh, man hört auch.
Naja, gut, das hört ihr jetzt natürlich nicht mehr, aber ich höre das jetzt. So ein ganz leichtes Klickern ist hier zu vernehmen. Aber es ist wirklich nur minimalistisch. Ja, die Weichenstellen können wir hier noch nicht. Ist noch nicht eingebaut. Das Ibis. Allgemein fehlt das Ibis. Die OZMT besitzt ja das Ibis ja bereits. So, irgendwie passiert hier gerade gar nichts. Ah, jetzt. Also, ihr seht, ne? Auf jeden Fall ein interessantes Fahrzeug. Was mich jetzt mal brennend interessiert ist, was passiert? Ah, guckt mal, das funktioniert es tatsächlich und das wäre jetzt ein absolutes Highlight. Wir werden mal jetzt kurz mal die Straßenbahn abrüsten und werden mal gucken, dass wir jetzt so Stromabnehmer runter. Wir werden mal hier den Schlüssel rausnehmen. So. Oh Gott. Oh, habe ich keinen Punkt für. Ich habe keinen Punkt für die Neutralstellung. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. So, warte mal. So. Haben wir hier komplett abgerüstet? Ja, eigentlich schon. Normalerweise müsste er mir jetzt den Schlüssel doch geben können hier. Er gibt mir den Schlüssel nicht. Ja, warte mal. Dann probieren wir das mal so rum. Nee, funktioniert nicht. Aber ich sehe auch gerade, dass das noch gar nicht richtig implementiert ist. Jetzt ist natürlich die Frage, funktioniert das jetzt im Allgemeinen nicht? Hier sind auch noch ein paar Fehler drin. Aber sowas ist auf jeden Fall geplant jetzt hier im, auf jeden Fall mit dem Fahrzeug. Das wäre natürlich eine coole Sache. So, jetzt ist natürlich hier Sense im Gelände. Jetzt funktioniert hier gar nichts. So, funktioniert das jetzt? Nee, ich krieg den Schlüssel nicht raus. Ich krieg den Schlüssel nicht raus. Es tut mir leid. Das funktioniert nicht. So. Ja, irgendwie wollte das nicht so, wie ich es wollte, aber auf jeden Fall so ist es geplant, das Ganze. Von daher ist es schon mega interessant, was das Ganze hier so auf die Beine stellt. Ja, also ihr seht, das ist wieder mein Fahrzeug von Karada mir. Also nochmal gespannt, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall ein Zweirichtfahrzeug. Ist auf jeden Fall mal löblich. Was ich interessant finde, sind tatsächlich hier die beiden Kupplungen, die wir hier haben. Das ist hier das obere. Ist ja die normale OZMT-Kupplung. Und die untere, das ist ja so diese GT6, also diese normale GT6N-Kupplung, die wir ja haben. Die müssten wir damit wahrscheinlich ziehen können.
Das heißt, wenn wir uns jetzt hier in GT6 rein spawnen würden, dann könnten wir hier wahrscheinlich das Ganze hier ankoppeln und könnten wahrscheinlich deswegen auch die Zweirichtfunktion ja, praktisch den GT6N hier zum Beispiel abschleppen lassen und alles was. Also von daher würde ich jetzt eher vermuten, dass es so in diese Richtung auf jeden Fall geht, dass es halt so ein Straßenbahnfahrzeug ist. Und das zum Beispiel gibt es halt noch nicht. Also wenn wir Straßenbahn haben, dann haben wir Straßenbahn aktuell ja so in dem Dreh, wo wir halt mit Personen befördern können. Aber es gibt ja halt auch Gleise, leise Schleifen und alles sowas. Ne? Die Fahrzeuge, die gibt es ja natürlich. Aber sowas ist halt aktuell Notes alles nicht drin, ist alles nicht vorhanden. Mein T24, ja, den ich ja gebaut hatte, das wäre zum Beispiel auch so ein Fahrzeug. Aber aktuell finde ich die Zeit halt einfach nicht da, irgendwie mal groß dran weiterzubauen. Zumal mir da auch so ein bisschen noch die richtigen Texturen fehlen. Aber wenn die irgendwann da sind, dann kann man sich da vielleicht dann nochmal ransetzen. Und dann das Ganze nochmal in Oldschool halt nochmal aufbauen. Aber hier auf jeden Fall hat Karada mir wieder mal was gemacht, was es so an sich noch nicht gab oder gibt in Lotus. Das ist auf jeden Fall sehr interessant anzuschauen. Ich bin mal gespannt, ob er das hinbekommt mit den Zweiricht. Dass wir nach vorne und rückwärts fahren können, das wäre natürlich eine coole Sache. Weiß nicht, warum es davon relativ wenig gibt. Und man sieht halt eigentlich auch gar nicht, wo was vorne und was hinten ist, weil sie sehen halt auf beiden Seiten komplett identisch aus. Also da, ne, kann man auf jeden Fall nichts anderes sagen. Und sonst hier drinnen wahrscheinlich diese 6 Plätze, die wir hier haben, oder 9 Plätze sind es, die werden wahrscheinlich dann so für Fahrer und alles was denn sein, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas abschleppen muss. Deswegen gibt es auch keine Türen oder sonstiges. Auf jeden Fall ein interessantes Fahrzeug. So, haben wir mal die Weichen vorne gestellt. Ja, und somit sind wir denn auch schon wieder angekommen hier in unserem Palast der Paläste. Also wie gesagt, das ist die OZMT von Karademir. Wie gesagt, aktuell noch Work in Progress. Das Ganze wird, wie gesagt, noch weiter gebastelt, weiter getüftelt und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, was Karademir daraus macht. Also von jetzt muss man ganz ehrlich sagen, ist es doch eigentlich ein interessantes Modell. Hübsch würde ich jetzt tatsächlich jetzt nicht sagen, dass es jetzt ein hübsches Fahrzeug ist. Es sieht natürlich schon mega, mega alt aus. Aber es ist, das sind halt so Bauwagen, das haben meistens so Bauwagen immer so an sich, dass sie nur funktionell sein müssen. Die müssen da nichts aussehen. Ne? Also das ist natürlich hier kein Highlight oder sowas. Aber von daher muss ich sagen, hat er auf jeden Fall ein interessantes Konzept hier mal umgesetzt. Von seinen üblichen Straßenbahnen halt mal abgesehen, die er natürlich hier soweit baut und produziert hat. Für den Lotus Simulator ist natürlich hier einiges Schönes zusammengekommen. Und jetzt mit diesem Fahrzeug wäre natürlich cool, wenn, wie gesagt, beide Richtungen nachher funktionieren. Das ist wahrscheinlich scripttechnisch. Muss er da wahrscheinlich noch da ein bisschen dran tüfteln, deswegen ja auch alles noch Work in Progress. Allerdings, wie gesagt, muss ich sagen, finde ich das Fahrzeug eigentlich relativ cool. Ich bin mal gespannt, wo wir das zukünftig einsetzen können.
Ne? Zum Beispiel so eine Hänger oder sowas, das wäre ja auch ziemlich cool, wenn es sowas geben würde. Also ein paar Ideen auf jeden Fall schweben mir da schon so ein bisschen vor, was man damit machen könnte. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare posten. Was haltet ihr denn von diesem interessanten Fahrzeug, welches jetzt im Steam Workshop ist? Habt ihr euch das Ganze schon mal angeschaut oder sagt ihr eher so, nee, das ist nicht meins? Denn wie gesagt, nutzt doch mal die Kommentarfunktion, schreibt unten rein. Würde mich persönlich mal sehr interessieren. Karate, mir liest das Ganze auch, denn ja, Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen. Also falls ihr da noch Ideen habt, denn wie gesagt, auch da könnt ihr gerne die Kommentarfunktion nutzen. Schreibt unten, wie gesagt, einfach rein und dann werden wir mal gucken, dass der Karate mir das Ganze denn auch liest. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich auch schon wieder von einer weiteren Lotus-Folge. Morgen wird es interessant, auf jeden Fall da unbedingt einschalten, denn morgen ist was der ein oder andere schon weiß, der andere wahrscheinlich, aber wieder vergessen hat. Also unbedingt morgen nach den ÖPNV-News einschalten, denn da kommt ein kleines Special von meiner Seite. Damit verabschiede ich mich, wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns denn nächste Woche wieder. Bis denn!